Herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight mit Arezzo. Ich bin Arezzo und ich suche den letzten Turm, den letzten Wachturm. Und ich kontrolliere deswegen, ob da hinten das Leuchten dazu gehört. Sieht aber nicht so aus. Das sind einfach nur ein paar Luftballons. Das ist nicht ganz richtig. Die Wand ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, von welcher Wand er redet, aber das ist das Standardverhalten von, wenn das Batmobil durchfährt. Der Riddler hat eine Roboterarmee erschaffen. Oh, hallo. Mann, ich habe an dem Fall Arkham Knight weitergearbeitet, Bats. Ich habe einen neuen Verdächtigen, den Pinguin. Denk mal drüber nach. Er trägt eine Maske, damit keiner bemerkt, dass er seinen Anzug nur zur Hälfte ausfüllt. Ja, das ist logisch, klar. Wir sind weiterhin auf der richtigen Insel. Da unten haben wir eine Bank. Warum sollte man eine leere Bank ausrauben? Two-Face ist ein Idiot. Es geht nicht ums Geld. Es geht um die Angst der Angestellten. Jetzt klingst du wie Scarecrow. Das ist ein Hubschrauber. Ist das eventuell... Ich hab's, Bats. Ich hab's. Der Arkham Knight, das bist du. Elementar, mein lieber Batson. Wer sonst würde meinen, dass dieser Anzug gut aussähe? ich hatte einen Verdacht schon, der in eine ähnliche Richtung ging, dass es eventuell einfach ein Bats-Klon ist, aber das ist doch eher abwegig. Deswegen habe ich es bisher auch nicht angesprochen. Der Arkham Knight hat die Fledermaus im Visier. Er wird ihn bald vom Himmel holen. Ne, hier sind wir falsch. Oh, da haben wir den Turm. Was ist denn das für ein Lama-Job? Hier drinnen eine tragbare Radarschüssel bewachen. Wenn draußen die ganze Action abgeht. Was? Das ist doch klasse. Wir haben einen Blick aufs Meer und Wachtürme, die uns hier drücken. Den Gasen in der Luft sind wir auch nicht ausgesetzt. Ich weiß, aber ich dachte, ich kann ihn mit eigenen Augen sehen. Passt schon, Batman. Okay, wie kommen wir dort rein? Eventuell haben wir hier irgendwo auf dem Dach ein... Hoppala. Okay, jetzt sind wir auf deren Höhe. Vielleicht können wir von unten rein. Wahrscheinlich müssen wir durch den Schacht rein bei denen. Oh, Moment mal. Batman hat sich mit drei Cobra-Drohnen angelegt und es überlebt. Er hat wohl eine Schwachstelle gefunden. Mit drei Cobra-Drohnen? Ich habe fünf besiegt. Hallo. Gut. Letzter Wachturm. Ach, die Gitter meint er? Nee, doch. Oder? So, erst einmal machen wir das hier kaputt. Das ist dann der letzte Turm. Das ist tatsächlich gruselig bei Scarecrow. So, das war der letzte Turm. Oh, doch nicht. Das war der letzte offensichtliche Turm. Wir haben noch 40% der Türme offenbar in der Story versteckt. Oder sind das... Moment. Das ist nervig.
dachte, ich wäre mit denen durch. Okay. Distanz-Hacking-Gerät. So. Als ob Scarecrow genug Gas hätte, um die ganze Stadt zu vergiften. Achso, das ist einfach nur, damit man einen anderen Ausgang hat. Okay. Gut, was machen wir dann? Was haben wir denn noch offen? Unter der Oberfläche, da kommen wir momentan nicht weiter, weil wir offenbar ein Einfriergerät brauchen. Aus der Kälte, dazu müssen wir statt der Angst weitermachen. Wir sind bei 59%, das heißt, nach dem nächsten Schritt sollten wir das bekommen. Was auch immer das ist. Ja, hier fehlen noch 3 von 9. Das heißt, wir sind bei 57%. Wenn es wirklich ein Drittel wäre, dann wären das 66%. Dann hätten wir noch 33% übrig. Natürlich hier, also eigentlich 67 und 33, falls ja auf- bzw. abgerundet wird. Wollen wir, ja, wir machen einfach die Panzerwagen in Saunders Island. Zentrale Folge 3, Panzerwagen gesichert, willkommen. So. Rede! Sonst breche ich dir den Schädel auf und hole mir so meine Antworten. Ich rede. Weise Entscheidung. Okay. So, das Auto sollte nicht zu weit weg sein. Sir, die Panzerwagen sind nicht auf den Straßen. Die wissen, dass sie kommen. Ah, verdammt nochmal. Die rennen weg, sobald sie das Bettmobil sehen. Okay. So, jetzt aber wieder. Wir haben einen Panzerwagen geortet. Es sind nur noch 3 Milizkommandeure gefangen zu nehmen. Batman verfolgt mich. Ich brauche Hilfe. Schickt Einheiten zu meiner Position. Woher weiß der das? Okay, der hat sich selbst ausgeschaltet, weil er gegen eine Wand gefahren ist. Glaube ich. Den habe ich tatsächlich ausgeschaltet. Verdammt nochmal, das mit dem Seitwärtsschlag kriege ich schon wieder nicht hin. Nicht der, auf den ich gezielt hatte, aber okay. Ausgeschaltet ist ausgeschaltet. Hoppala. Achso, das war eine Bombe, glaube ich. Entschuldigung. Entschuldigung.
warum hat er das nicht ausgeschaltet? Der hat eben die Bomben von, die Raketen von seinem Schützling abbekommen. Verdammt nochmal! Verdammt nochmal! Ich sollte wahrscheinlich einfach versuchen, den Weg abzuschneiden und die frontal zu rammen. Das ist bisher das Effektivste gewesen, was ich irgendwann mal gemacht habe. Das Problem ist, ich kenne diesen Teil der Stadt nicht gut genug. Ah, verdammt nochmal! So, ohne Probleme. Ich meine, klar, ein Schuss und noch und ich wäre erledigt gewesen, aber trotzdem. Viele können nicht mehr übrig sein. Ja, zwei noch. Fragt ihr euch hier, ob diese ganze Geschichte eine Art psychologisches Experiment ist und wir nichts als Schachfiguren in einem Krankenspiel? Nein? Achso, ich mich auch nicht. Oh, der Black Canary Club. Schön. Johnny Charisma Live. Wie kommt ihr darauf? Der ist verschwunden seit Monaten. Man muss sich irgendwann doch mal dran anpassen. Ich würde jetzt ganz gerne natürlich die nächste Mission hiervon machen, aber... Selbst wenn ich einen davon finden würde auf Anhieb. Das Auto ist kaputt. Vergiss unsere kleine Wette. Es gibt immer noch Kriminelle, die fiese Kopfschmerzen kriegen. Wenn meine Mikrobombe explodiert, bist du dir sicher, dass du die alle retten willst? Ja klar, warum nicht? Ist hier einer in der Nähe? Nee, offenbar nicht. Gut, haben wir irgendeine andere Mission, die wir gerade machen können? Irgendwas Interessantes. In Ausübung ihrer Pflichten, dazu fehlen uns Informationen. Die findet man einfach, wenn man vorbeifliegt. Herrscher der Straße, auf Bleak Island gab es gar nichts. Auf Fonda Island gibt es noch eins, aber da sind auch nur ganz wenige Prozent bisher. Ich werde die Dächer der Stadt nach Azraels brennendem Bat-Symbol absuchen. Mal sehen, ob er bereit ist. Ja, wäre natürlich schön, wenn wir irgendeinen Indiz dafür hätten. Hat Batman keinen Satelliten oder sowas für sowas? In der Nähe des Wayne Towers. Eine mutmaßliche Geiselnahme. Da hinten haben wir den Rain Tower. Wir müssen nach Süden. Ah, da hinten ist er. Hat sich versteckt hinter dem Grand Avenue Stadion? Nee, Grand Avenue Station. So, mögliche Geiselnahme. Es könnten theoretisch Feuerwehrleute sein. Wie lange es dauert, bis Dan sich blicken lässt. Eine großartige Nacht, um einer von den Bösen zu sein. Das ist das wahre Gotham. All die anderen haben es nicht ertragen. Deshalb sind sie geflohen. So soll es sein. Kapierst du das? Die Stadt gehört jetzt uns. Wir machen, was wir wollen. Zum Beispiel dich zu Brei schlagen. Hallo. Ah,
Eigentlich hatte ich geplant, einen Angst-Multi ausschalten zu machen, aber... Hoppala. Haben wir wieder richtige Sicht? Ja. Ups, was hast du jetzt hingeschossen? Ja, das hat so nicht geklappt. Und bam. Tiefschlag. Schon gefunden? Ein paar. Ein paar. Aber da draußen sind noch mehr von euch in Gefahr. Ich glaube, die haben Angst vor dir. Gut. Warten Sie hier. Ein Polizist wird Sie aufs Revier bringen. Mein Bruder ist da stationiert. Sergeant McAllister. Hätte nie gedacht, ihn nochmal wiederzusehen. Ist er okay? Er ist okay. Sie werden ihn bald sehen. Danke, Batman. Das meine ich ernst. Ohne dich wären wir verloren, Batman. Mein Bruder sagt, du sorgst dafür, dass die Stadt nicht untergeht. Stimmt. Ich habe in diesem Trupp angefangen, als Frankie im GCPD angefangen hat. In all diesen Jahren habe ich ihn nie bei der Arbeit gesehen. Verrückt. Na ja. Ja, schon irgendwie, ne? Eigentlich, die Polizei taucht ja öfter auch bei Bränden auf. Ohne dich wären wir verloren, Batman. Mein Bruder sagt, du sorgst dafür, dass die Stadt nicht untergeht. Andererseits ist es eine große Stadt. Krawalle in der Nähe des Wayne Towers. Ich meine, ja, aber ist das irgendwas Spezielles oder ist das einfach nur... Hallo? Feindliche Einheiten. Das klingt ein bisschen militärisch. Ja, okay, wir haben den Aufstand niedergeschlagen, aber nicht so glauben, das war nichts Besonderes. Die arbeitet. Die hat mich im Asylum meiner Gehirnwäsche unterzogen und ich laufe immer noch unkern über Rasen. Gut, was machen wir als nächstes? Was war das? Muss bestimmt zu sein. Kreatur der Finsternis können wir momentan nicht weitermachen. Herrscher der Straße müssen wir gerade nichts machen. Oh, wir können weiteres Auto zu jagen. Natürlich doof, dass wir über einen Kilometer weit davon entfernt angefangen haben. Albi und die Fledermaus arbeiten zusammen wie die besten Freunde. Wie lange das wohl hält? Ach verdammt, jetzt, das zählt als Abbruch, ne? Ich nehme an, der despawnt dann jetzt. Zentrale, hier Falcon 3. Panzerwagen gesichert. Ziel in Bewegung. Kommen. Das ist die scheiß Fledermaus. Oh, okay, um den können wir uns schnell kümmern und dann ist der Panzerwagen eventuell wieder da. Keine
Hallo. Moment. So. Reden wir über den Riddler. Ich werde dir gar nichts sagen. Doch, wirst du. Der sah schon tot aus, bevor er aufgetreten hat. Tu mir nichts. So, okay. Das haben wir. Warum geben die eigentlich keine Punkte? Drei Seitverschläge in einer Verfolgungsjagd, die geklappt haben. Ich bin beeindruckt. Ja, das hat nicht so geklappt. Ah, verdammt. Da hätte ich einen vernünftigen Winkel gehabt. Zum Glück sind die da, sonst hätte ich den aus den Augen verloren. Ich meine, okay, das Signal habe ich ja, also ganz darauf angewiesen bin ich nicht. Macht's nur leichter, ihn zu finden. Ich glaube nicht, dass sie das können. Wenn das eine Option war, warum hast du es nicht am Anfang gemacht? Aber, glaube ich, hat er mich getroffen? Ah. Oh, okay, ich habe offenbar getroffen. Die Lieutenants der Milizen sind so gut wie erledigt. Das will ich auskosten. Ihr seid alle krank im Kopf. Krank, aber glücklich. Du Hurensohn! Oh. Eigentlich würde ich ihn ganz gerne natürlich weitersprechen lassen, aber wenn man die Chance hat, ein so schönes Angstmulti ausschalten hinzukriegen. Aua! Du machst es mir zu einfach. Nur weiter so, Batman. Oh. Aua. Aua! Okay, ich habe überhaupt nicht drauf. Ja, okay, aber die Großen machen eine Menge Schaden. Ich glaube, er ist tot. Hey, wer will einen Batsuit kaufen? Das ist dein erster Gedanke? Nicht den als Trophäe aufhängen? Keine Klasse. Gut geflogen, Bats. Gut geflogen. Ich glaube, ich habe eine Bombe auf der Straße gesehen. Wir hätten abhauen sollen, als wir es noch konnten.
Hi, Leute. Doch, kann ich. Sogar mit einem Schlag. Da habe ich mich verzielt. Und so. Noch ein Feuerwehrmann gerettet. Hallo. Weißt du, ich bin ja dankbar für die Arbeit. Aber dafür habe ich mich nicht gemeldet. Zuerst die Brände und jetzt wird die ganze Stadt angegriffen. Ich bin mir sicher, der Brandstifter, den Sie suchen, ist Firefly. Firefly. Das erklärt einiges. Diese Brände waren außergewöhnlich. Die schlimmsten, die ich je gesehen habe. Gab es da irgendeinen Zusammenhang? Die Lage, die Art der Gebäude? Ja. Sie wüteten ausschließlich in verlassenen Mietshäusern oder Entwicklungsprojekten. Hat das was zu bedeuten? Kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Keine Sorge. Sie werden ins GCPD gebracht. Bleiben Sie hier. Ich glaube nicht, dass es Firefly ist. Natürlich ganz groß, deswegen, weil ich eine Firefly-Mission noch habe extra. Und zum anderen, dass Firefly sich sowas ausdenkt wie, okay, ich zünde alle Feuerwachen an, okay. Aber ich zünde ein paar arme Leutehäuser an. Das klingt eher nach etwas, das ein Kapitalist in Auftrag geben würde. Oder eben selbst machen würde. Wahrscheinlich eher in Auftrag geben. Natürlich könnte Firefly einfach angeheuert worden sein. Also hat Firefly den Truck angegriffen. Schätze, er mag Leute wie uns nicht besonders, was? Ja. Was zur Hölle passiert mit der Stadt? Fehlt eigentlich nur noch eine Heuschreckenplage. Das lässt sich bestimmt arrangieren. You never forget your first. Ja doch, das kennen wir schon. War hier noch was? Also hat Firefly den Truck angegriffen. Gut, dann beenden wir hier mal die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl. Hinterlasst Kommentare und adios.